Hallo, meine Lieben. Hallo. Wir sind endlich mal wieder da. Ich weiß, ihr habt sehnsüchtig gewartet. Wir auch. Wir haben auch drauf gewartet, dass wir uns mal wiedersehen. Ja. Sehen uns so selten. Einmal im Monat. Ja, ehrlich. Es ist traurig, aber was werden wir machen? Das ist das Leben. Die harte Arbeit. So viel zur Bestie Time. Wir sehen uns einmal im Monat. Ja. Toll. Eigentlich sind wir nur Fake-Freunde. Für die Kamera. YouTube. Ah ja. Ja. Wir haben uns eben gerade auch noch geprügelt. Ja. Ja, es geht nachher aber auch erst weiter. Jetzt sehen wir nämlich noch gut aus. Ja, heute. Also meine erste Überlegung war zu diesem Video. Guckst du doch mal im Internet, alle machen hier ihre schönen Adventskalender-Kram, Videos, packen da ihre, weiß ich nicht, Playmobil-Adventskalender aus oder Schleim-Adventskalender, was weiß ich, was ihr da alle habt. So, und dann habe ich mir gedacht, naja, bei uns müsste es halt tatsächlich ja schon BTS sein und habe so im Internet recherchiert und ganz viele Schokoladen-Adventskalender gefunden, was ich ja mega langweilig fand. Ja. Und dann kam so eine Anzeige, BTS-Adventskalender von Mediheal. Und haben mir so gedacht, Mediheal sagt mir irgendwas, keine Ahnung. Hab das einfach mal bestellt, war auch teuer genug, kann ich euch gleich mal sagen. Und dann 27 Euro. Das geht aber nicht. Kam das hier an und haben mir gedacht, ist aber gar kein Adventskalender. Das erzählst du mir nicht. Ach so. Das ist gar kein Adventskalender. Ich war ein bisschen enttäuscht. Also man könnte daraus einen Adventskalender machen, der übelst langweilig ist. So, okay. Weil ich habe einmal kurz reingelinst, weil ich vollkommen irritiert war. Weil hier hinten steht halt, ja, es steht halt auch auf Englisch drauf, das ist toll. Aber der Rest ist natürlich, das meiste ist halt einfach koreanisch. Mediheal macht Beauty-Produkte. Und deswegen sind da jetzt Booty-Produkte. Ich habe gedacht, wir machen den jetzt einmal mal zusammen auf, auch wenn das jetzt hier schon wieder vom 20. Mal Werbung ist, die wir machen. Ist mir egal. So, aber, also der Witz an der Sache ist halt, es gibt nur zwei unterschiedliche Masken, die drin sind. Oh. Also wenn ihr daraus einen Adventskalender machen wollt, hast du ganz viele Masken. Spektakulär. So, also wir haben hier nämlich einmal, ich gebe dir die mal, einmal die. White Hydration Black Mask X. Keine Ahnung, ich halte sie mal an der Kamera. Weiß nicht, ob das ja, ich hab gedacht, ich habe hier für Tea Tree, habe ich vergessen, Care Solution Essential Mask, bla 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 bla. Es sind, ich habe hier tatsächlich 5. Ich auch. Super. Passt nämlich auch schon gar nicht in den Adventskalender. Ich hatte da keine Ahnung. 10 kann aber, ich kriegen, 12, nee, 14 brauchst du. Aber ich habe mir gedacht, wir schmeißen uns heute einfach mal wieder was ins Gesicht. Oh Mensch, dann nehmen wir ja gar nicht Spiel. Ja, sagst du mir. Ja, gut. Ja. Weswegen ich das eigentlich geholt habe, ist, hier ist noch was drin. Hier ist noch was drin. Hier ist noch was drin. Und das machen wir jetzt auf. Und das teilen wir dann vielleicht untereinander auf, je nachdem, was das jetzt ist. In der Konzertgarten. Mega. Ja, die Konzerte, die es noch gar nicht gibt. Ja, cool. Ja, das ist, oh, es ist hier wie auf einer Auszeichnung, ja, eine Preisverleihung. And the award goes to Karten. Oh. Kannst du zusammenkleben. Dann hast du alle auf einmal. Guck mal, das passt sogar. Ja, das war jetzt so gerade. Ne? So. Ja, wir haben uns heute mal gedacht, wir machen mal ein entspanntes Video. Falls wir dolle nerven. Abend. Ja. Zum Feierabend. Ja, falls wir dolle nerven, guckt euch das Video trotzdem bis zum Ende an. Mhm. Ja, naja, ja, ich hatte das ja schon in meiner Insta-Story da dir angekündigt und allen anderen. Wir werden das jetzt auch so machen, wenn ich jetzt schon mal das erzähle, Insta werde ich hier irgendwie von uns beiden mit einfügen. Ja? Ihr könnt ruhig mal folgen. Ja, wäre gut. Ich bin da privat, jetzt hat sie nicht mehr auf öffentlich. Okay. Sorry. Ja, supi. So, hier haben wir noch, ich weiß nicht, ob man die auch zusammenkleben kann. Da fehlt halt der Rücken von J-Hope. Kann man halt nicht alles haben. Nö. Man kann nicht alles haben. Mit Verlusten. Ich habe übrigens gehört, dass dieser BTS-Store nur so eine begrenzte Zeit auf hat da, ne? In Südkorea. Ja? In Seoul. Ja, ich habe gehört, der geht, also ich habe das irgendwo gelesen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das jetzt stimmt. Ja, hier war das auf jeden Fall drin. Ja, schön. Das ist ja geil. Cool. Welche möchtest du denn? Möchtest du hier Notfall-Care-Solution? Teebaum? Ja, Teebaum. Teebaum. Dann nehme ich hier mal das schwarze Ding. Die auch schwarz ist? Nein, white. White Hood, right? Nein, die ist aber black. Steht hinten drauf. Ah, das ist hier so eine Tuchmaske, oder? Das sind wieder so Tücher, genau. Sehr die man so 15 bis 20 Minuten, glaube ich, drauf lässt. Die schön wässrig. Angeblich soll man das
2 bis 3 Mal die Woche für 4 Wochen machen und dann hat man die optimale Idol-Haut. Dann können wir auch K-Pop-Idols werden. Oder G-Pop-Idols. Geil, oder Deutsch, nee. G-Pop! Ja, ja, wegen German. Ja, G-Pop. Sagt man G-Pop oder G-Pop? G-Pop. Oh, ich war gut. Oh ja, ich krieg meine nicht auf. Hallo. Oh, das riecht auch gut. Das riecht schon mal sehr schön. Sie ist schon sehr wässrig, ich sehe schon. Ich liebe diese koreanischen Masken, die sind so, als ob du dir einen nassen Lappen ins Gesicht schmeißt. Das ist geil, da das ist so Lappen. Richtig toll. Ja. Darüber hat sich Sugar übrigens auch mal irgendwann beschwert, als er das zusammen mit J-Hope gemacht hat. Dass sie so nass sind? Dass sie, warum sind die immer so nass? Könnt ihr das nicht mal anders machen? Ja, ja. Richtig so. Einfach nur kurz einen Timer. Wir sehen so richtig bescheuert aus. Warte, ich mach nur 15. Wir müssen eigentlich mal ein Bild machen. Und dann? Für Instagram. Ach so. So. So, und was gibt's sonst noch? Noch? Also, wir waren fleißig am Tickets kaufen. Für eine andere Band. Für eine Band? Für einen anderen Künstler als BTS. Ja, nächstes Jahr gibt es wieder Konzert. Videos. Dann auch ein Vlog. Machen wir einen Vlog? Ja, so wie bei Christina Aguilera werden wir das. Ja, wir machen einen Vlog. Können wir das ausdenken, ne? Oh ja, und ein Autoratespiel. Also im Auto. Dieselbe Strecke wie letztes Mal. Ja, das stimmt. Also ein bisschen anders, weil wir ja im Hotel diesmal schlafen, weil letztes Mal sind wir ja vom Christina Aguilera Konzert sind wir ja an demselben Tag in der Nacht noch zurückgefahren. Richtig. Das war keine gute Idee. Nee, es war halt anstrengend. War sehr anstrengend. Es ist halt mega anstrengend. Und deswegen bleiben wir jetzt eine Nacht da. Und zu wem fahren wir? Zu Harry Styles. Yeah! Ja, ich kann mich nicht so richtig bewegen. Es rutscht alles, das ist ja. Super. Und vorher gehen wir nochmal in den J-Store. Wenn wir schon. Oder sonst am nächsten Tag. Ja, genau. Das, Harry Styles bringt ja in 2 Wochen ein neues Album raus. Ja. Darauf haben wir gewartet. Wir waren 2017. Ja, 2017 waren wir ja bei dieser kleinen Konzerttour. Also wir waren nicht auf dieser großen, die war glaube ich tatsächlich 2018, bin ich der Meinung. Ja, die große war 2018. In Berlin, so ganz klein und gemütlich, kann man es gemütlich sagen, weiß ich nicht. Aber das war schon ziemlich cool. Und jetzt wollen wir wieder. Harry Styles hat ja auch nochmal noch so einen ganz anderen Stil! Ich freue mich schon auf seine Klamotten und wie er auf der Bühne abgeht. Ja! Und aufs Stadion freue ich mich, weil es wieder Mercedes-Benz Arena ist. Ja. Ich bin ein Riesenfan von der Mercedes-Benz Arena. Ich auch. Da kann man sich auch gut BTS angucken. Dann mal endlich. Ne? Geplant haben wir jetzt im Dezember übrigens noch 2 Videos. Mhm. Einmal Geschenke auspacken. Bescherung, wobei ich halt nicht sagen kann, wann. Vielleicht wird es auch erst im Januar. Ich habe halt für Valerie halt, habe ich ein Geschenk bestellt. Das könnte aber auch halt erst im Januar kommen. Kann halt sein, dass sich das ein bisschen verzögert. Aber auf jeden Fall wird es ein Silvester-Jahresabschlussvideo geben. Das müsst ihr übrigens mal machen, weil der Brenz fängt schon an zu brennen. Echt? Ja. Ich merke gar nicht. Also es ist kalt und nass. Ich nehme die jetzt auch mal ab. Ach, man soll ja nicht klopfen, ne? Ja, du musst klopfen. Die sind halt sehr, sehr nass. Ja, es ist wieder sehr, sehr geschenkt. Das ist, bestimmt gut, dass das in so viel Zeug getränkt ist. Ich merke jetzt nicht, ob es besser oder schlechter ist, aber es ist halt sehr nass. Vielleicht muss man es halt wirklich 3-mal die Woche dann machen. Ich weiß gar nicht, ich denke an sowas dann immer gar nicht. Nee. Also so Skincare-Routine ist bei mir immer so, Creme reicht. Creme. Ich hab, Schminken ist super für die Haut. Ja, nein. Ja. So viel dazu. Das ist halt so dieser Generationskonflikt. Ja, apropos Generationskonflikt. Habe ich das beim letzten Mal erzählt? Nee, beim letzten Mal war es noch nicht so schlimm. Ich weiß nicht, was los ist. Aber ja, wir haben jetzt circa 4 Wochen vor Weihnachten. Es gibt aber in den nächsten 4 Wochen noch weiterhin in den Supermärkten Essen. Die kriegen das auch geliefert. Tatsächlich. So bestimmt. Ich würde behaupten, täglich. Ja, gut, alle so, 2 Tage. Man muss nicht mit seinem Einkaufswagen die jungen Leute vor sich so versuchen wegzubashen. Oh Gott. Nur damit man schneller an die Kasse kommt oder sich seinen Lachs oder was weiß ich, was ihr euch kauft, holen kann. Es geht jetzt um die ältere Generation. Das ist so, ja. Also bei denen ist mir das aufgefallen. Ich bin ausgerastet die letzten 2 Wochen, weil ich mir gedacht habe, was ist denn mit euch nicht richtig? Also erstmal,
plündern die alles. Ich weiß halt auch nicht, wie viel Besuch die bekommen. Keine Ahnung. Ja, aber vor Weihnachten. So, ja, keine Ahnung. Also zu Weihnachten kann ich das nicht verstehen, aber vorher. Nee, auch okay. Da. Meistens, also selbst wenn, es gibt ja auch nicht nur einen Supermarkt. Nein. Stellt euch vor, es gibt mehr. Aber dieses, man schiebt an der Kasse die Leute weiter nach vorne. Mit dem Einkaufswagen? Ja. Oder sie drängeln sich so und atmen dir in den Nacken. Warum? Und sich dann darüber beschweren, dass man ein Handy in der Hand hat. Weil man wartet an der Kasse. Nee, weil man wartet nämlich an der Kasse. So, nee. Ja, also. Wir wollten eigentlich immer auch nur so ein Update noch geben. Ja, wir leben halt noch. Wir leben noch, wir sind noch da. Und wir haben noch was in Planung. Ich glaube, das erzählen wir jedes Mal, dass wir noch was in Planung haben. Ja, haben wir ja auch noch. Aber also wir planen sehr viel, wir setzen es nur nie um. Wir warten noch. Wir gehören halt, das ist halt auch typisch unsere Generation wahrscheinlich, wir sind inkonsequent. Ja. Wobei es halt aber lustig ist, wenn wir dann schreiben, ja, was machen wir denn eigentlich? Ja, keine Ahnung. Dann fällt uns nichts ein, wenn wir hier vor der Kamera sitzen. Ach so, ja, wir machen das. Und dann dauert es nochmal ein halbes Jahr, bis wir das dann wirklich machen. Ja, richtig. Und es dauert dann einfach ewig und denkst dir, Wir können dann manchmal nichts für. Ja. Wir werden halt auch schon vergesslich. Ja. So. Ja, ich möchte ein BTS-Comeback. Ja, das noch bevor Jin ins Militär einsteigt da. Nächstes Jahr wahrscheinlich, ne? Muss er. Ich? Oder? Ja, keine Ahnung. Ich glaube ab 30, ab 29 oder ab 28 oder so. Ja, und dann halt bis 39 kann man da halt seine 2 Jahre machen. Okay. In der Zeitspanne. Ich bin ja der Meinung, ich hatte das bei einer anderen K-Pop-Band mitgekriegt. Eigentlich wissen die das 1,5 Jahre vorher. Oder 1 bis 1,5 Jahre vorher. Also ich glaube, wir würden halt schon rechtzeitig Nachrichten kriegen. Gut, ja, dann werden. Oder sie wissen schon und dann. Und sagen uns nichts. Wer weiß. Wie kann man uns das antun? Ich glaube auch, dass da nochmal irgendwas gemauschelt wird. Zwischen Big Hit und... Naja, hier dieser Kultusminister wollte das ja eigentlich drehen, dass BTS nicht geben muss, weil die ja kulturell so einen hohen Einfluss international haben und so viel an Kohle und so halt und Touristen nach Korea bringen. Aber das wurde halt vom Gericht abgeschmettert. Also die müssen auch zum Militär. Die wollen auch zum Militär. Sollen sie auch ruhig machen, wenn sie das möchten. So, wir hören jetzt hier mal auf. Wie gesagt, ihr hört wieder von uns. Und wir wollten oder nicht. Diesmal dauert es nicht so lange. Also nächstes Mal, meine ich. Glauben wir jedenfalls. Ja. Also spätestens Silvester hört ihr was von uns. Ja. Dann könnt ihr euch dann richtig über uns lustig machen. Dann gibt es die Outtakes. Ja. Bloopers. Ich weiß nicht, wo der Unterschied zwischen Outtakes und Bloopers ist. Oder ich kenne Bloopers gar nicht. Gesundheit. Danke. Martina ist Bloopers. Also bei YouTube heißt es tatsächlich meistens, glaube ich, so Bloopers und nicht Outtakes. Outtakes ist wahrscheinlich eher so, wenn du einen richtigen Film drehst. Aha, ich finde Outtakes besser. Bloopers hört sich an wie Pluto. Okay, ja, jetzt ja auch. Es hat einfach alles gar keinen Sinn mehr. Wir sind so. Ja, also hier könnt ihr euch bestimmt kaufen. Kannst du links Link meine Link Info? Kann ich, mache ich wahrscheinlich sowieso, weil ich wieder nicht weiß, wie das hier läuft wegen Werbeanzeige, bla bla bla. Wir haben dafür nein. Das ist jetzt kein Promo-Ding. Ich krieg dafür nichts. Ich habe das zufällig im Internet gefunden und wollte das hier heute mal anbringen. Fand ich eine nette Idee. Ja. So, ne? Weil man sollte immer was für sein Gesicht tun. Das stimmt. Das ist für die Haut. Das ist schon viel besser. Gut, dann euch noch einen schönen Tag oder Abend oder was auch immer ihr gerade tut, wo ihr seid, wann ihr das guckt. Danke fürs Zuschauen. Danke. Liken. Bis zum nächsten Mal. Genau, liken, Kommentare. Kommentare, abonnieren, Instagram und Twitter kommt hier noch mit rein. Bei Twitter haben wir jetzt zusammen einen Account. Da sind wir noch nicht so ganz aktiv. Außer es kommen jetzt mehr Follower dazu, dann geben wir uns natürlich auch ein ganz kleines bisschen mehr Mühe. Aber nein. Normalerweise ein ganz kleines bisschen. Das ist halt wirklich so extrem BTS-bezogen. Wenn die ein bisschen mehr machen, dann sind wir auch ein bisschen aktiver hier. Mhm. So ist es. So, BTS ist schuld. Wir warten auf euch. Ja. Okay, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.